Hey, was geht ab, meine Battlefield-Freunde? Hier ist euer Swishy. Und ihr könnt, man kann es kaum glauben, nun Battle Royale im Battlefield 2042 spielen. Zwar nicht offiziell von EA oder DICE, aber inoffiziell. Das Ganze wurde mit Portal erstellt und ist wirklich ein richtiger Battle Royale-Shooter geworden, beziehungsweise ein Modus. Alles, was ihr dafür tun müsst, um das Ganze spielen zu können, was der Modus bietet und vieles weiteres natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042 Videos mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich auf deinen Daumen nach oben auf dem Video. Nach der Ankündigung von Battlefield 2042 rätselte man lange über einen Battle Royale Modus. Und viele dachten, dass eventuell Hazard Zone der Battle Royale Modus wird. Nun wissen wir, zumindest nach Release, es gibt keinen Battle Royale, zumindest offiziell. Es gibt aber eine inoffizielle Möglichkeit im Battlefield Portal. Dort hat es jemand geschafft, einen echten funktionierenden Battle Royale Modus einzubauen. Sogar samt, wie wir ihn aus Warzone kennen, einem Gulag. Der Name des Portal Servers ist übrigens Warfield 100 Battle Royale und wurde vom Reddit-User CHBMG erstellt und ist in der Beschreibung natürlich verlinkt. Natürlich gibt es wie in jedem Battle Royale eine Death Zone, wo der Kreis sich immer weiter verengt und ihr in der Zone bleiben müsst. Wer außerhalb der Zone steht, erleidet natürlich Schaden. Ansonsten ist alles wie einem typischen Battle Royale Titel. Ihr springt mit einem Fallschirm ab und landet eben, wo ihr möchtet. Standardmäßig seid ihr natürlich auch hier wieder, wie im Genre bekannt, mit einer Pistole ausgerüstet und müsst Waffen finden. Gespielt wird mit 100 Spielern, deswegen eben auch Warfield 100. Sollte aber dennoch eine Runde mal nicht vollzählig werden, werden die fehlenden Spieler durch Bots ersetzt. Hier muss man sagen, sollten Bots vorhanden sein, werden die, damit die eben einen Vorteil haben und eigentlich als echte Gegner zählen, sofort mit einer Waffe starten, da sie eben auch als Bots natürlich nicht diese Waffen mit dreimal Ducken aufheben können. Teambildung gibt es bisher nicht, jeder kämpft für sich alleine. Ob es später mal hier eine Teambildung geben wird mit Zweier-, Dreier- oder Vierer-Teams, ist natürlich hier noch nicht bekannt, eben ist alles erstmal alleine. Leider ist das, wie es gerade schon mal ein bisschen verraten hat, mit dem dreimal Ducken ein wenig verbuggt. Die Waffen werden euch korrekt auf dem HUD angezeigt, allerdings könnt ihr sie nicht normal aufheben. Dafür müsst ihr euch über der Waffe dreimal ducken. Ist zwar leider ein bisschen bescheuert, wird wahrscheinlich auch noch gepatcht, aber aktuell ist es eben so, dass man sich dreimal ducken muss. Sterbt ihr, gibt es wie eben angeteasert, ähnlich wie im Battle Royale Shooter Warzone, einen Gulag, beziehungsweise hier ein Gefängnis, wo ihr euch freikämpfen könnt. Anders als in Warzone geht das Ganze bis zu dreimal und wird mit jedem Tod immer schwerer, euch freizukämpfen. Wer das vierte Mal auf den Boden geht, ist endgültig raus. Der Modus ist wirklich gut nachgebaut und zeigt auch nochmal die Möglichkeiten von Battlefield Portal. Man muss mal überlegen, in was für einer kurzen Zeit man quasi ein eigenständiges Spiel fast schon wieder im Portal-Modus rausgebracht hat, nämlich eben ein Battle Royale-Modus. Wie eben gesagt, der Server heißt Warfield 100 Battle Royale. Ihr könnt den Server aber auch nach den Regeln auch selbst erstellen mit dem Portal-Code AAGDWA. Ist auch alles nochmal in der Beschreibung verlinkt. Dort könnt ihr eben alles nachschauen, könnt euch einmal den Reddit-User angucken, könnt euch eben den Portal-Code angucken, wie ihr euch selber den Server erstellt und dort mit euren Freunden und Bots zum Beispiel zusammenspielt. Also Freunde, egal ob jetzt jemand sagt, okay, ich finde ein Battle Royale passt nicht zu Battlefield oder er sagt, okay, das ist für mich nur was Halbes und nichts Ganzes, das ist ja völlig okay, aber immerhin kriegen wir von der Community die Möglichkeit geboten, doch noch Battle Royale in Battlefield 2042 spielen zu können. Und ich finde, für einen selbst erstellten Community-Modus bzw. einen Portal-Modus, der selbst erstellt wurde mit diesem Editor, ist das Ganze ganz schön krass. Testet es mal aus, spielt es gerne mal. Ich fand es eigentlich wirklich mal ganz witzig. Wäre natürlich kein Spiel für mich, weil ich jetzt von morgens bis abends spiele. Aber es hat mir doch ganz gut gefallen. Hat vor allen Dingen die ersten zwei Runden mal Spaß gemacht. Genug von mir an der Stelle. Was sagst du dazu? Wirst du eben diesen inoffiziellen Battle Royale Modus spielen? Oder sagst du, naja, Battle Royale gehört eher für mich zu Warzone oder zum Beispiel zu Apex Legends? Schreib's mal unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Euer Swishy.